Guten Morgen, liebe Flersheimerinnen und Flersheimer. Heute am dritten Tag nach Christi Himmelfahrt und dem Maiwochenende, das jetzt wieder ein bisschen kühler werden soll. Aber trotzdem, man merkt, selbst in Flersheim und zu Corona-Zeiten, es sind eine ganze Reihe Leute wahrscheinlich weggefahren, denn die Stadt ist leerer als sonst. Deshalb vielleicht heute auch ein bisschen kürzeres Video, das die meisten dann doch gar nicht so interessiert, an so einem Wochenende, wo man mal auf Urlaub gehen kann. Aber zum einen hier am Rathausplatz hat sich ein bisschen was verändert, deshalb sind wir hierher gegangen. Der Platz, der sehr asphaltiert bzw. mit Pflaster versehen ist, wurde von uns ein bisschen aufgehübscht mit etwas mehr Grün. Es sind einige Bäume dazugekommen. Gucken Sie es mal an, wenn Sie am Wochenende vielleicht spazieren gehen. Ansonsten nochmal der Hinweis, wir hatten es letzte Woche gegeben und dann hatte sich das Datum doch nochmal geändert. Heute auf morgen wird die Auffahrt von Hochheim kommend auf die Brücke nach Rüsselsheim gesperrt werden. Also heute Abend bis morgen früh wird dort gearbeitet. Es gibt eine Umleitung, sie werden so gelenkt, dass sie dann alle aus der Flersheimer Seite kommen und auf die Brücke fahren können. Aber eben wer von der Kernermark kommt und nach Rüsselsheim will, vielleicht nicht gerade heute Nacht fahren, da müssen sie halt dann einen kleinen Umweg fahren. Bitte beachten Sie das. Und ansonsten am 2. Juni soll es mit den Kindergärten wieder stärker losgehen. Da warten wir alle auf die Verordnung. Die wird sicher jetzt am Wochenende oder ist für Anfang der nächsten Woche angekündigt. Wir haben alles vorbereitet, dass wir gut die Arbeit aufnehmen können. Mal gucken, was die Verordnung sagt. Und dann werden wir sicher nächste Woche dann wieder vor Pfingsten einiges dazu sagen können. Ihnen jetzt erstmal ein schönes langes Wochenende, die schon drin sind, den anderen ein schönes Wochenende, das jetzt kommt. Und machen Sie es gut und bleiben gesund. Tschüss.